Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Leser der Rhein-Neckar-Zeitung, mein Name ist Thomas Heilmann und ich darf Sie alle hier und heute Abend beim RNZ-Sportforum hier in der Halle 02 im Namen des Verlages der Rhein-Neckar-Zeitung herzlich willkommen heißen. Ich begrüße unseren heutigen Gast, den Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, Herrn Julian Nagelsmann, von dem und über dem wir im Verlauf des Abends noch einiges hören werden. Ich freue mich, den Präsidenten der TSG, Herrn Peter Hoffmann, willkommen zu heißen. Ebenso den Mediendirektor der TSG, Herrn Christian Frommert. Wir haben es in den letzten Jahren nicht immer einfach miteinander gehabt. Und dennoch darf ich sagen, sind wir stets sportlich fair miteinander umgegangen. Das ist nicht unbedingt alltäglich und dafür umso höher einzuschätzen. Vielen Dank. Ich persönlich freue mich sehr über einen ganz besonderen Gast, den ich hier willkommen heißen darf. Den Macher und Menschen hinter der TSG Hoffenheim, der nicht nur im Kraichgau, sondern weit darüber hinaus in unserer Metropolregion so vieles möglich gemacht hat und noch immer macht. Ich freue mich ganz besonders, dass Dietmar Hopp heute Abend hier ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und jetzt habe ich das Vergnügen, Ihnen den Organisator und Moderator des heutigen Abends vorzustellen. Seit 10 Jahren ist er der Chef der RNZ Sportredaktion. Früher war er selber im Leistungssport aktiv, Kapitän des USC Heidelberg Basketball, Junior-Nationalspieler, Profi in der französischen Liga. Noch heute ist er am Ball bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, allerdings mittlerweile Ü50, Ehemann und Vater dreier Basketballtalente, mein geschätzter Kollege. Ich freue mich auf interessante Gespräche und gebe das Wort an Yogi Joachim Klein. Ihnen allen viel Vergnügen. Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Hallo Heidelberg, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, Herr Hopp, herzlich willkommen die Führungsspitze der TSG Hoffenheim, herzlich willkommen unsere ganzen Partner, die wir für diesen Abend gewonnen haben und last but not least auch herzlich willkommen an die Kolleginnen und Kollegen von den diversen Medien, ob Funk, Fernsehen oder auch Print. Schön, dass ihr alle da seid. Wir sind hier im Kultur- und Veranstaltungstempel Halle 02 im ehemaligen Güterbahnhof. Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt finden hier bis zu 300 unterschiedliche Veranstaltungen mit rund 150.000 Besuchern im Jahr statt. Die Halle ist eingebettet in ein sehr spannendes, urbanes Projekt in der altehrwürdigen Universitätsstadt Heidelberg, die sogenannte Bahnstadt. Hier ist ein neues Wohnareal entstanden, ein Großkino, eine neue Großsporthalle wird in Heidelberg kommen mit einer Zuschauerkapazität von 5.000 Zuschauern und in naher Zukunft auch ein Konferenzzentrum. Wir von der RNZ sind einfach froh, stolz und auch dankbar, erstmals in diesem Club für junggebliebene und hoffentlich junge Menschen, beides ist wichtig, dass wir hier gastieren dürfen
Und vielleicht vorab mal ein herzlicher Applaus an die beiden Geschäftsführer Hannes Seibold und Felix Gredler dafür, dass sie uns diese Halle so schön hergerichtet haben. Ja, was erwartet uns alle heute Abend, was erwartet Sie heute Abend als unsere Gäste? Eine Veranstaltung, die vielleicht einmalig ist in dieser Form nach unseren bisherigen Gästen. Wir waren einmal im Business Club der TSG Hoffenheim zu Beginn mit Markus Gisdol, Alexander Rosen, Kai Hertling. Wir waren dann im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar. Dort war die Rekord-Olympiasiegerin Birgit Fischer unser Gast, Patrick Grötzky, Matthias Steiner und auch der Trainerguru Frank Mantek. Auch das war eine spannende Runde und diesmal schenken wir gewissermaßen unsere Aufmerksamkeit einer Person. Ein kleines Wagnis, aber mit Sicherheit auch eine sportliche Herausforderung. Ganz kurz zum Ablauf, damit Sie wissen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir bleiben im Rahmen eines Fußballspiels, das heißt 2x45 Minuten, 15 Minuten Pause, da können Sie in aller Ruhe etwas an der Bar trinken, können sich mit Ihren Nachbarn unterhalten oder Sie gehen auch einfach mal an die frische Abendluft raus und genießen diese. Und dann kommen wir in den zweiten Teil, zur zweiten Halbzeit mit einer verkürzten Verlängerung und einer Charity-Aktion. Und anschließend kommt es dann zum Get-Together im hinteren Bereich, also dort an der Sponsorenwand der Rhein-Neckar Zeitung. Dort hat das Fernsehen dann auch die Möglichkeit, Julian die eine oder andere Frage zu stellen und vor allen Dingen auch die Fans kommen dann zu ihrem Recht. Er wird Autogramme unterschreiben und er wird selbstverständlich, ja, einfach nah für Sie alle da sein, so wie es das Motto dieses Abends auch schon besagt. Wir kommen zu unserer Hauptperson, um die sich alles drehen wird. Er ist jung, genauer gesagt zählt er 31 Lenze, Sternzeichen Löwe, und doch ist er im Trainergeschäft ein alter Hase, denn er trainiert seit über einem Jahrzehnt diverse Jugendteams des FC Augsburg, des TSV 1860 München und vor allem von unseren Gästen der TSG Hoffenheim. Er ist junger, stolzer Familienvater, verheiratet mit Verena. Das Paar hat einen 4-jährigen Sohn namens Maximilian und er wohnt in Wiesenbach in unmittelbarer Nähe von Neckargemünd. Seit 11. Februar 2016 ist er Hoffes Cheftrainer der Profimannschaft, gleichzeitig der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten. Rettete die TSG zunächst vor dem drohenden Bundesliga-Abstieg, führte diese in die Champions League-Qualifikation, Europa League und letztes Jahr ein Highlight in die Champions League und wurde ferner 2017 zu Deutschlands Trainer des Jahres ausgezeichnet. Viel mehr geht nicht. Ihm, dem frechen Lausbuben, wie ihn die Süddeutsche Zeitung mal so treffend bezeichnete, wollen wir uns jetzt annähern. So nah wie nur möglich, so nah wie es eben unser besonderer Gast zulässt. Getreu der Devise, Nähe ist nur auf der Landkarte eine Frage der Distanz, nie bei Menschen. Lassen Sie sich mitnehmen und begeistern von einem bodenständigen, authentischen, lustigen Typen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, empfangen wir mit einem donnernden Applaus und einem Höchstmaß an Erfolgstrainer und Entertainer Julian Nagelsmann. Danke. Ein Applaus. Schön, dass du da bist. Danke. Entertainer. Aha. Sehr nett. Ihr dürft noch oft genug klatschen. Ja, wir müssen gucken, dass wir unser Programm durchziehen. Er redet auch nicht ganz so wenig. Insofern bin sehr gespannt. Ja, zum Warmmachen mal ganz kurz. Letztes Spiel. Einfache Frage für dich. Sonst sprechen wir nicht so viel über Fußball, jedenfalls anders als sonst. Wie steht es nach dem jüngsten 2:0 gegen Hertha BSC? Hätte mehr sein können, zumindest was die Chancenverwertung anbetrifft. Wie ist so dein Grundgefühl 2 Tage
danach. Ja, sehr, sehr gut. Vor allem auch, weil Frankfurt endlich mal Federn gelassen hat, was sehr wertvoll ist, auch für die Psyche, dass wir vielleicht doch nochmal Richtung vierten Platz angreifen können, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Ich glaube, war ein sehr gutes Spiel. Hätte mehr sein können gegen Hertha, keine Frage, aber das war auch im Trainerteam subjektiv so, weil wir die ersten, glaube ich, 25 Minuten mit das Beste abgeliefert haben, was wir dieses Jahr aufs Parkett zaubern konnten. Leider wenig Tore gemacht haben. Aber es reicht auch ein 2-0 meines Wissens für 3 Punkte. Das Wichtigste. Die Ergebnisse müssen stimmen. Die Erlebnisse sind auch wichtig, aber die Ergebnisse... Ja, die Erlebnisse, glaube ich, sind seit 3 Jahren sehr, sehr gut. Die haben wir ja eigentlich fast in jedem Spiel gehabt. Richtig. Sondern, ne? Also jammern auf höchstem Niveau. Ne? Auffallend ist, dass die Mannschaft sich in den letzten Jahren immer gegen Ende hin noch mal sehr gesteigert hat. Wird es diesmal auch so sein? Ist es einfacher dann ohne die Doppel- oder Dreifachbelastung zu spielen? Ja, natürlich. Ich habe immer gesagt, dass wir einen Club sind oder auch einen Kader haben, der einfach trainieren muss. Das ist so. Und in der Hinrunde haben wir keine Zeit zu trainieren gehabt, weil wir international gespielt haben. Und dann verlierst du mal ein paar Prozentpunkte. Am Ende haben wir viele gute Spiele gemacht in der Hinrunde, aber es hat ein bisschen was immer gefehlt. In der Champions League auch haben wir eigentlich kein so wirklich richtig schlechtes Spiel gemacht. Trotzdem recht wenig gewonnen, obwohl wir oft gut dabei waren. Und jetzt haben wir wieder Trainingszeit gehabt. Auch das dauert immer ein bisschen. Die Rückrunde oder die Vorbereitung war sehr, sehr kurz und wir hatten 2,5 Wochen Trainingszeit nur. Sprich, es ging auch ein bisschen in die Rückrunde rein, noch die Trainingszeit, die wir brauchen, um uns zu entwickeln. Jetzt aktuell, glaube ich, sind wir gut dabei. Ich bin kein Hellseher, auch wenn ich mich bemühe, den vierten Platz vorherzusagen, kann ich es nicht versprechen, aber wir probieren es und aktuell sind wir auf einem guten Weg dahin. Okay, wir drücken die Daumen. Danke. So, wir wechseln flott das Thema. Okay. Hier und heute wird es einige, hoffentlich nur angenehme und positive Überraschungen geben. Für dich. Ja, ja. Also besonders für dich. Ne? Davon gehe ich aus. Nein, Julian weiß nicht wirklich, was auf ihn zukommt. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch, das ist klar, aber wir haben eigentlich nicht verraten und du hast auch gar nicht wissen wollen, was dich heute Abend hier erwartet. Ne? Deswegen meine Frage, bist du bereit für diesen Abend? Ja, definitiv. Definitiv, gut. Kochst du gerne? Probierst du gerne und isst du vielleicht auch gerne? Also in der Reihenfolge würde ich das Letztgenannte auf 1 setzen. Ich esse gern, probiere gerne, koche auch gern. Kochen fällt am wenigsten aus von den 3 Punkten, weil ich sehr wenig Zeit habe natürlich zum Kochen. Aber wenn ich Zeit habe, dann koche ich auch mal gerne. Okay, prima. Aber ich glaube, du bist richtig heute hier. Ne? Wir haben Gäste eingeladen, die ich kurz vorstellen darf. Die Bedeutung der Küche in unseren Haushalten hat sich im Laufe der Jahre einfach gewandelt, muss man sagen. Ja? Gewissermaßen hin von der reinen Koch zur Begegnungsstätte. Wir werden gleich erfahren, was bei den Nagelsmanns zu Hause da so alles passiert. Ja? Für viele Menschen ist die Küche Herz und Mittelpunkt von Haus und Wohnung. Richtig. Ich hoffe so auch bei dir. Ein Ort, an dem Kommunikation, Genuss, häusliches Leben und geselliges, lebendiges Miteinander stattfindet, ist es auch im Hause Nagelsmann in Wiesenbach. Ja, genau nicht, so. Nicht wirklich, weil unsere Küche sehr, sehr klein ist. Das ist keine Wohnküche. Das ist tatsächlich nur eine Einmannküche zum Kochen. Okay. Zu zweit geht schon, aber es ist sehr, sehr eng. Also Einbauküche. Ich glaube, jede Küche wird eingebaut. Ja, oder? Ja, aber es gibt auch es gibt verschiedene. Ne? Wir haben, stimmt. Stimmt, aber die klassische Einbauküche mit den Schränken und so weiter. Es gibt ja, es war keine drin, die habe ich dann einbauen lassen. Ne? Richtig. Ihr habt es einbauen lassen, ja. Offene Thekenlösung, nein. Nein. Aufgrund des Platzes, ja, also eine offene Küche. Ich hätte eine Wand rausreißen können, aber das war es mir nicht wert. Ja, aber die handwerklichen Fähigkeiten, um eine Wand rauszureißen, hättest du auf jeden Fall. Ich glaube, einreißen ist leichter wie aufbauen. Okay, ja, gut, also kann ja noch kommen, ne, im Laufe des Lebens, je nachdem, was passiert. Okay, wir haben uns professionelle Verstärkungen heute an Land gezogen, liebe Gäste. Wir begrüßen ganz herzlich 4 Spitzenköche aus der erweiterten Region, und zwar die Herren Guy Bastian, Dominik Benkert, Dorian Liebler und Niklas Di Martino. Ich bin mal bitte an die Seite. Kommst du mit? Gerne. So, jetzt geht's los, genau. Also noch ganz kurz zur Information. Gehe ich da dahinter? Ja. Diese 4 gehören unter anderem der Kochschule in Eppelheim an, eine, ja, wie kann man sagen, auch eine Ausbildungsstätte eigentlich oder eine Fortbildungsstätte für die Kunst in der Küche. Und sie hat auch einen wunderbaren Namen, seht ihr dann auch auf den Schürzen und so. Guckst du, also richtig schön doppeldeutig, und ist seit über einem Jahrzehnt eine lukrative Adresse für Feinschmecker, Genießer und Freunde der Kochkunst.
So, jetzt würde ich einfach mal sagen, jetzt waltet ihr mal eures Amtes. Ich begleite das Ganze mit fachmännischen Augen und ich würde es mal sagen, jetzt legt dem Julian als erstes mal eine gescheite Kochschürze und einen Kochhut um. Genau. Ja? Hut auch. Hätte ich meine Haare gar nicht machen müssen. Hut, lass mal. Okay. Aber eine Schürze. Schürze. Legen Sie mir das an. Ich meine, das ist ganz einfach. Ja, das so, bei deiner Größe machen wir das. So. Das letzte, genau, so, voilà. Super. Oh, also das Hemd ist mir schon mal sehr sympathisch, Le Blanc Rouge, ich bin gut, Franzose. Ne? Ich nicht. Von daher, ich frage dich dann nachher, wo du es gekauft hast. Farfetch, kann ich schon sagen. Ja, sieht gut aus. Okay. Ich bin das hier vorne rum, ja, machen Sie ja, genau, ja. So, genau so. Also wir fangen an. Schleife links oder rechts? Ja, das musst du deine Frau fragen. Beim Kochen egal, oder? Hat bestimmt eine Bedeutung. In der Mitte. Ja, wir sind jetzt auf der Wiese, also in der Mitte. Also wir sagen jetzt einfach mal, es kann losgehen mit dem Geschicklichkeitstest für dich. No? Genau. Mhm. Ich habe mich gestern beim Schnitzen geschnitten, nur zur Info. Was hast du? Ich habe mich gestern beim Schnitzen geschnitten, bezüglich Geschicklichkeit. Okay. War nicht schon mal vor. Dann schneide ich schon mal vor. Wir machen als erstes ein Laugenbrezel-Canapé mit Thunfischcreme und Oliven. Mhm. Die Laugenbrezel, die tun wir gerade so in zwei schneiden. Und dann nochmal mit dem Messer durch die Mitte. Das kannst du dann machen. Ja? Das kriege ich hin, ja. Ja, okay. Ja, weil mit dem Messer, das ist gefährlich. Da. Sehr das gut. Ist, da rutscht man gerne aus. Okay, geteilt. Und, genau, okay, dann machen wir so weiter. Machen wir noch eins. Ach so, okay. Mhm. Jetzt probiere ich mal beide. Also natürlich. Perfekt. So, dann machen wir hier so einen kleinen Thunfischcreme. Thunfischcreme. Die Thunfischcreme, die besteht aus Thunfisch natürlich. Mhm. Mayonnaise, Creme fraiche, ein bisschen Dijon-Senf, muss sein. Mhm. Dill. Dill, genau. Ja. Gibt es einen extra Punkt? Ja. Heute raten. Und eine schöne Kalamata-Olive so drauf. Oh, ja? So, dann machen wir schon mal ein paar fertig. Jetzt komme ich. Genau, oder wie? Jetzt kommst du. Okay. Bitte schön. Nicht auf die Finger, weil das riecht streng. Ja, genau. Wenn meine Zunge rausschaut, ist normal. Keine Angst, ich sabber nicht drauf, sondern wenn ich mich konzentriere, ist das immer so. Oh, shit, Deal vergessen. Nee, erst der Deal und dann die Olive oben drauf. War die falsche Reihenfolge, ne? Genau. Aber macht nichts. Hände habe ich gewaschen. Ja. Gestern. So, dann machen wir es hier aufs Brettchen. Und dann werden wir nachher ein paar Leute fragen, die wie's das schmeckt im Raum verteilen. Ne? Okay. Perfekt. Kannst du arbeiten und reden? Selbstverständlich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das muss ich ja beim Fußball ständig. Ja, eben. Das macht er die ganze Zeit am Spielrand. Ja, was? Gibt es den Tisch auch noch ein bisschen niedriger? So wie ich das so mitkriege im Fernsehen. Ja, verrate uns doch mal nebenbei, was isst du eigentlich gerne? Also was isst du besonders gerne? Ja, ich esse nicht allzu viel Fleisch, esse ich aber auch mal gerne, wenn es eine gute Qualität hat und nicht zäh ist, esse ich es auch gerne. Ich esse gerne Fisch, aber auch sehr gerne Gemüse. Ich bin eigentlich offen für alles. Ich habe nichts, was ich gar nicht mag. Also Pilze sind jetzt nicht mein absoluter Favorite, aber esse ich auch. Wenn mich einer zur Pilzsuppe oder so einlädt, bin ich auch dabei. Mhm. Aber mein Lieblingsessen, was ich auch oft für meinen Analysten, der in Reihe 2 sitzt, koch, ist Hackbraten. Ja. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen einfach, ist es auch. Schmeckt aber gut. Auf den ersten Blick vielleicht, ne? Ich habe ja ein Rezept, weiß nicht, das darf ich dir schon verraten. Ja, das kannst du jetzt verraten. Also ich habe ein Rezept Yogi geschickt, was dann, glaube ich, auf der Homepage ist, oder was man nachkochen kann. Da sieht man schon, dass der Hackbraten das nicht keiner ist von der Stange. Also schon, wird ein Kalli ausschmecken, das ist mal amtlich. Kalli. Ja, auffallig, also wenn ich da ganz kurz eingreifen darf. Wie viele Teile muss ich machen? Ja, das war abgelenkt. Dann machen wir es zwei. Ich kann gar nicht zuhören. Jetzt höre ich zu, ja, sorry. Ja, genau. Okay, kein Problem. Du hast ja noch ein bisschen was vor hier. Mhm. Nein, auffällig bei dem Rezept ist, dass also fast hinter jedem Bestandteil Bio steht. Ja, das habe ich mir absichtlich hingeschrieben. Ja, absichtlich, warum? Ja, ich verbringe oft Urlaub auf dem Bauernhof und weiß, was es bedeutet, wenn man Produkte herstellen muss,
Anführungszeichen, wenn es auch nur Tiere füttern ist, weiß, dass da von Aufwand dahinter steckt und wie wenig Geld einmal rüberkommt für den Landwirt oder für den Produzenten, aber dann auch natürlich, wie die Tiere leben, wenn es nicht Bio ist. Natürlich gibt es auch Unterschiede, ist mir schon klar, zwischen den einzelnen Biolinien, aber es ist einfach ein extremer Unterschied, ob du eine Biomilch kaufst und siehst, wie die Tiere leben, was ich selber in Bayern oft mitkriege, da wo ich Urlaub mache, oder eben konventionelle Milch als Beispiel. Das sind Welten und kostet ein bisschen mehr. Aber ich glaube, in Frankreich ist das ganz normal, dass man ein bisschen mehr ausgibt für Essen. Und ich glaube, in Deutschland sollte das auch irgendwann Einzug erhalten. Also wir können so viel verraten. Sein Lieblingsrezept wird nochmal publiziert werden. Und Sie alle könnt es dann gerne zu Hause nochmal nachkochen. Ne? Ja. Und dann kann man ja nochmal so einen kleinen Erfahrungsaustausch machen. Und, oder halt ein Stück schicken. Ja, oder? Genau, oder? Genauso schmeckt, wie wenn ich ihn mache. Stück schicken nach Wiesenbach oder nach Leipzig dann später, also das sehen wir dann, ne? Ja. Genau. Bitte die Kühlkette nicht unterbrechen. So, als zweites machen wir eine Kombination zwischen Frankreich und Deutschland. Und zwar eine Ratatouille, eine klassische Ratatouille. Besteht aus Zucchini, Auberginen, Paprika, Zwiebelchen, Tomaten, Tomatenmark, bisschen Knoblauch, ein paar Kräuter, Thymian, Rosmarin und so weiter. Und dann kommt eine Kräutercreme. Basiert auf einer Frankfurter grüne Soße. Stört mich nicht. Nee? Okay. Stört mich nicht. Wo rein? Ja. Ne? Die kommt oben drauf, so ein kleiner Klacks. Und dann eine Pouladenbrust, die wir jetzt gebraten haben. Und einfach so schneiden. Mach mal mein Hemd hoch. Genau. So, also kommt daneben. Und ein bisschen Kerbelobel drauf. Voilà. So, dann würde ich sagen, ja, ich assistiere dir. Okay. Du kannst das Fleisch schneiden und ich mache dir die Ratatouille und die Creme fraiche rein, ja? Okay. Also du hast noch ein paar Stationen vor dir, ne? Insofern Kräfte einteilen und... Genau. Und auf den Finger aufpassen. Ja. Das geht. Weil es ja auch immer schlecht, ne? Man macht Essen und kommt nicht zum Essen. Also das ist... Ja. Also auf den Punkt. Auf den Punkt? Gut. Danke. Ich bräuchte ein neues Stück. Ja, das verteilen wir nachher. So, da gebe ich dir die Spieße. Eine Serviette wäre mir lieber. Serviette? Warte mal. Ja. Nee, geht. Hier ein Tuch. Geht's? Ja. Genau, einfach rein. Und dann haben wir hier den Kerbel. Also wenn ihr jetzt schon mal ruhig seid, dann kann ich ein bisschen was über Ghee sagen. Ghee ist ein typischer Elsässer, kombiniert aufs feinste Genuss und Kreativität. Du sagst sofort Stopp, wenn ich irgendeinen Mist erzähle. Bis jetzt stimmt's. Ausbildung in der Hotellerie Du Cerf in Mannheim. Ja. Internationale Erfahrung als Schiffskoch, finde ich spannend. Ein Jahr in Französisch-Polynesien und auf Tahiti. Genau. Nicht schlecht, wo du schon alles warst. Und dort hast du deine fernöstliche Kochkunst verfeinert. Ja. Dann nochmal 15 Jahre Küchenchef in Ernos Bistro in Frankfurt. Genau. Ein kleines Sternchen dafür bekommen. Ja. Oh, Applaus wert. Dankeschön. Ja. So, da brauchst du noch eine Brust, ne? Naja, und dann irgendwann mal selbstständig gemacht und diesen Laden gegründet. Selbstständig gemacht, nicht weit von hier, von Heidelberg in Bensheim. Ja. Und da habe ich jetzt einen französischen Feinkostladen mit einem Catering-Unternehmen angeschlossen. Und da versorgen wir die Leute in Bensheim und Umgebung mit französischen Produkten. Mhm. Haben Sie mir Frommert schon was gebracht? Bitte? Haben Sie mir Frommert schon was gebracht? Der wohnt in Bensheim. Unser Mediendirektor. Nein, noch nicht. Nein, er leitet die Kontakte weiter. Muss ich noch Sketchen mitnehmen dann, ne? Mhm. Also er schüttelt mit dem Kopf, also ich glaub, das hat noch nicht funktioniert, ne? Nee, aber wir müssen doch mal was ausmachen, ne? Wo sitzt er? Ah ja. Da. Okay. Prima. So. Wow, das sieht wirklich herzallerliebst aus. Ich? Oder? Ich meinte jetzt zunächst, du natürlich auch, ne? Aber ich meinte jetzt zunächst mal das Essen. Ja, okay. Ja? Jetzt reden wir erstmal über das Essen und dann über das Aussehen. Gut, nee, toll. Schon sehr niedriger Tisch, oder?
Okay. Gibt es auf jeden Fall noch einen Gutschein für eine Reha. Klar. So, okay. So. So, ich spieße wieder. Genau. Ach, sehr gut. Ich würde sagen, wir wagen uns mal an die nächste Station, genau. Wenn das für dich okay ist. Ja, ja, klar. Ja, wie stellt er sich an aus deiner fachlichen Perspektive? Was soll er jetzt sagen? Also, ja, jetzt hör mal weg, hör mal weg. Nee, ganz gut, muss man sagen. Ja. Also, saubere Arbeit. Saubere Arbeit. Also ja. Man merkt, als, der macht als das als Lehrling häufiger. Nehme ich ihn sofort mit. Jawohl. Na? Oh, jetzt haben die Creme vergessen. Ach so, ja. Entschuldigung. Macht nichts. Gut. Siehst du? Also ein, Chef auch mal eins, Fehler. Eins kann ich nicht, sprechen und arbeiten. Ja. Habe ich jetzt auch ja, wieder gelernt. Ja, können nicht alle. Ne? Okay. Guy, vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja. Ich danke. Guy Bastian. Hi. Servus. Julian. Dominik. Ihr fangt einfach mal an, ich erzähle ein bisschen was über dich, ne, damit okay. Die Leute auch wissen, was so dein Hintergrund ist. Okay. Gebürtiger Franke. Genau, vom Franzosen zum Franke. Vom Franzosen zum Franke. Hast viele Jahre in der Schweiz gelebt. Ja, genau. Ja, in Luxushotels gearbeitet, dort die Kochkunst verfeinert. Ja, richtig. Und du zeigst angeblich gerne, so hat man mir erzählt, Tricks aus der gehobenen Küche. Bin ich dran. Ja, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also bist du ein Zauberkünstler oder... Ah, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen kochen kann ich. Ein bisschen kochen? Ja. Ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal an und zeige was. Mhm. Wie gesagt, wir sind jetzt vom Franzosen zum Franke und von Quantität zu Qualität. Ja, ganz schön frech. Jawohl. Das war aber nicht so abgesprochen vorhin, ne? Nee, das war mal, das alles spontan. Mach die Messer mal weg. Unglaublich. So, also ich habe eine Gazpacho vorbereitet für uns. Ich habe da mal was vorbereitet. Mein Gedanke ist einmal eine feste und einmal eine flüssige. Also alles, was wir oben fest haben, haben wir unten direkt nochmal flüssig. Ich habe mal einen vorgemacht. Ich würde sagen, Julian, ich gebe einfach mal an dich ab. Ich schütte es da rein. Ja, richtig, genau. Machen wir hier. Okay. Wie gesagt, unser Gazpacho, klassisch gemacht, mit Tomate, Paprika, Weißbrot, dann Basilikum ist drin, Gurke ist drin. Ja, genau, machst du eins machen. Olivenöl, das wird dann alles ein bisschen eingelegt, also kleingeschnitten eingelegt und dann wird es über Nacht ziehen lassen, Salz, Pfeffer, Zucker ran und am nächsten Tag wird es dann gemixt zu einer ganz feinen Masse, habe ich jetzt, wie gesagt, hier. Dann machen wir da noch ein Öl rein, das ist ein Kräuteröl, gibt noch einen schönen farblichen Akzent, genau, kannst du richtig so hier mehrere Punkte setzen, dann sieht das Bild ganz gut aus. Mhm. So. Und wie gesagt, das ist jetzt der flüssige Bestandteil. Jetzt kommen wir zum festen Bestandteil. Mhm. Ich mache dir einfach mal einen vor. Von Binger, wie gesagt, der Platz ist einfach so ein Dietrich für uns. Aber was geht haben schon. Wir da? Hier haben wir, wie gesagt, das Gel aus einer Geräuch. Also da habe ich Tomaten abgeflammt, Paprika. Abgeflammt? Genau, mit so einem Bunsenbrenner. Kommt immer recht cool rüber in der Küche. Das wird dann auch gemixt und dann wird es mit Acker gebunden. Acker ist ein pflanzliches Bindemittel, also das ist ein rein vegetarisches Gericht. Also bei mir sind beide Gerichte vegetarisch. Dann komme ich dann hier, das ist eine eingelegte Bärlauchknospe. Also Bärlauch ist jetzt in dem Fall nicht drin, aber das spiegelt quasi den Knoblauch wieder, was wir unten drin haben. Dann haben wir hier noch ein paar Kräuter, das macht das Ganze noch ein bisschen schick. Da noch ein bisschen Schafskäse. Da noch ein eingelegtes Gurkenröllchen und einmal noch einen Gurkenwürfel, dass wir dann quasi alle Geschmacksrichtungen auf dem Löffel vereinen. Wichtig ist einmal, dass man immer so Süße, Säure, Salze, dass alles im Spiel ist und in der Harmonie ist und dann passt es. Und dann setzen wir unseren fertigen Chip, den setzen wir dann da oben drauf. Ja. Kamera bitte drauf zeigen. Und ja, dann haben wir quasi unser erstes Gericht so fertig. Mhm. Soll ich das auch noch machen? Jawohl, das machst du einmal nach. Wie gesagt, einmal Tomatengel. Oh, ich kann dir nochmal mein Muster hinlegen, dass es genauso umsetzt, wie ich es gemacht habe. Oh, shit. Ich will nochmal daneben legen, ja. Schier. Ja, genau. Und jetzt noch schön. Ja. Der ist schön, ne? Also der letzte so müssen jetzt alle sein. Der Nippel. Der letzte ist herzallerliebst. Ja, wie ein Fußball, ne? Hervorragend. Wenn du einkaufen gehst, Julian, um dich noch mal ein bisschen abzulenken, auf was achtest du
beim Einkauf der Produkte? Kannst du uns da mal in deine Geheimnisse einführen? Ja, grundsätzlich mal Herkunft. Was muss ich jetzt machen? Herkunft, wo eins reicht, oder? Wo es herkommt, dann was drin ist. Ja, das sind mal die wichtigsten Dinge. Wie es schmeckt, weiß man ja, glaube ich, vorher, wenn man es kauft, hoffentlich. Aber grundsätzlich ist Herkunft und Schafskäse, ja, bin dabei, safe, dahin. Herkunft ist schon mit das Entscheidende und natürlich was drin ist, dass es nicht nur Käse drin ist, also jetzt nicht Käse, sondern Blödsinn drin ist. Genau, das noch und dann haben wir es. Sondern leckere oder gesunde Sachen, die dem Körper was bringen. Das vergessen ja viele, dass Nahrung grundsätzlich erstmal zum Energieliefern da ist. Hoppla. Und es muss schon was drin sein, was dem Körper auch was bringt. Okay, aber das heißt ja schon, du machst dir immer wieder Gedanken. Ja, ich gehe jetzt nicht so regelmäßig einkaufen, weil ich ja zu den Einkaufszeiten selten daheim bin. Einmal kurz die Kamera drauf, wie ich das gemacht habe. Bitte. Geh mal weg. Ziemlich gut. So, zweiter Gang. Achso, das ist Sahne. Ist hier gedacht. Spargel habe ich da. Der erste Spargel. Ich habe einmal einen Spargel-Zitronenschaum gemacht. Dann haben wir einen Spargel-Roh. Den Spargel-Roh, den machen wir einfach an mit einer Vinaigrette. Also Vinaigrette ist einfach ein Dressing. Salz, Pfeffer, Zucker drin. Bisschen Senf, Öl. Damit machen wir den Spargel an. Also damit auch die Frage beantwortet, kann man Spargel auch roh essen? Ja, kann man. Schmeckt nur nicht. Nein, mein Witz. Hast du noch nicht mal probiert? Mann, Scherz. Dann haben wir noch unser Kräuteröl. Okay. Dann noch Salz. Nicht zu knapp. Ja, das ist jetzt quasi die Tagesdosis, ist jetzt erreicht beim Salat. Dann noch ein bisschen Pfeffer. Dann geht man da einmal mit der Hand rein, so wie man das kennt vom Fernsehen. So. Dann mache ich dir mal einen vor, wie ich es gedacht habe. Was ist das jetzt? Das ist quasi der Spargel-Zitronenschaum. Den stellt man her, dass man quasi eine Spargelsuppe kocht. Dann mixt man die auch wieder. Ich benutze gerne einen Thermomix. Dann macht man das durch ein feines Sieb. Vertreter oder wie? Schön wäre es, aber ich will jetzt einen von Thermomix, bitte. dann durch ein feines Sieb, dann macht man noch ein bisschen Gelatine rein und dann füllt man das in die Flasche ab, dann wird es begast mit zwei Kapseln und dann ist es eigentlich schon der ganze Spuk in den Kühlschrank rein. Dann mache ich jetzt weiter zum Projekt hier, dann kommt mein roher Spargel da drüber. Dann habe ich noch ein paar eingelegte Radieschen, die sind in Eis eingelegt. Die werden jetzt so ganz glasig, das kannst du mal probieren, die sind auch richtig knackig. Sind nochmal ein anderes Mundgefühl. Kalt. Ja, waren in Eis. Dann habe ich hier einen weiteren Gadget, da habe ich nur ein paar Zitronenperlen. Die gehen ja noch drüber, die geben noch eine schöne Säure. Meine Brunnengresse. Das ist nochmal schön fürs Auge was. Benji, merkt ihr das alles? Morgen bist du dran. So, und dann habe ich wieder einen Crunch-Effekt. Da habe ich noch so einen Chip gemacht aus Kartoffel. Wie ich. Oh. So, dann sagst du mir nach, was das schmeckt. Wahrscheinlich Kartoffel. Auch. Pombeer. So sieht's aus. Kindheitserinnerung. Durfte ich nie essen. Jetzt darfst du es alle haben. Den mache ich jetzt da was mit ran. Das habe ich auch wieder von der Sensorik. Habe ich hier dann in dem Gericht alles drin. Ich habe was Weiches, dieser Schaum. Dann habe ich was Knackiges. Was wird die Crunchiges? Dann habe ich noch bei diesen Zitronenperlen, das ist noch leicht Säure. Und jetzt habe ich noch abschließend, habe ich hier noch ein Schnittlauchpulver gemacht. Das ist einfach Schnittlauch getrocknet. Das kommt da jetzt noch so drüber. Und dann würde ich sagen, kann man das, sieht das ganz lecker aus. Schmeckt auch ganz lecker. Sieht geil aus. Ja. Schon, ne? Hübsche. Okay, mach ich das noch. So, also Schaum. Jetzt du. Wie gesagt, unser Zitronen-Spargelschaum. Der Gedanke ist dann quasi auch hier bei dem Gericht, dass man, achso genau, du bist ein Musterteller, ne? Sorry. Der Gedanke, also was ich immer sage, ist wenige Komponenten, aber das Ganze einfach lecker gemacht und da ist einfach Zitrone, Spargel und Schnittlauch sind meine Hauptkomponenten in dem Gericht. Wow. Das ist jetzt gut auch? Oder schon, ne?
Okay. Genau, ganz genau. Wichtig ist, wie sieht man jetzt hier, der Spargel fällt relativ schnell zusammen. Deswegen sowas, wenn man macht, jawohl, Projekt Lufthansa. Passt. Das muss dann quasi auch relativ schnell raus, weil sonst fällt er zusammen und verliert so ein bisschen seine Knackigkeit. Das Schöne ist bei jetzt auch beim ersten Spargel, dass der noch leicht bitter ist, was auch mal was anderes ist. Also das Bitter ist ja bei uns in den Küchen eigentlich komplett verschwunden, weil mit Bitter verbindet der Mensch, ja früher wie auch heute, eigentlich dieses, Bitter ist giftig, also isst man es nicht, aber eigentlich ist es schade, dass das Bitter so verschwindet, weil man muss die Leute ein bisschen ranführen, ja, weil es ganz lecker ist, also so ein Ausgleich noch. Genau, nicht so viel Perlen, weil sonst wird es zu sauer. Sag mal ehrlich, wie viel Vorbereitungszeit ist jetzt für so ein Gericht nötig? Also jetzt gerade bei für dem eine Spargel. Hausfrau oder wie oder für mich? Ja, erstmal für die Hausfrau und dann für dich. Gut, das ist erstmal dieser Gedanke, den sich zu machen. Dauert noch nicht auch so ein bisschen, als sich erstmal so ein Gericht zu überlegen. Ja. Ich sage jetzt mal so Gerichte zu überlegen. Wieso ist denn der die ganze Zeit? Ist lecker. Hauch von nichts, aber sehr lecker. Unglaublich. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie viel hat er bei dir gegessen? Zu wenig. Ich gehe nochmal auf eins. Ich glaube, du müsst mir dann irgendwann was anbieten. Und wie gesagt, genau. Bei den Gerichten ist es einfach so, man sollte sich so vorstellen wie so ein Bausteinsystem. Man muss einfach verschiedene Bausteine im Kopf kombinieren, dann passen die, dann ist es eigentlich auch lecker. Man muss nicht 15 Sachen auf einmal haben, sondern einfach sich auf gewisse Sachen beschränken und dann ist gut. Okay. So, jetzt ist halt zusammengefallen, das liegt halt daneben Spargel. Das tut mir nochmal leid, Entschuldigung. Macht doch nichts. Ich habe mich bemüht. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, das waren meine zwei Gerichte. Beide sind vegetarisch, weil ich finde, wie der Julian auch schon sagt, vegetarisch ist wichtig. Man sollte bewusst Fleisch konsumieren und nicht in Unmengen. Man soll sich da immer so ein bisschen mal reinversetzen, okay, woher kommt es und so weiter. Mhm. Und eigentlich bewusst einfach Fleisch essen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Super, vielen Dank. Danke. Sehr interessante Anmerkungen von deiner Seite und ich muss wirklich sagen, also alles, was ich bisher gesehen habe, sieht fantastisch aus und für das Publikum wird es, glaube ich, jetzt immer schwieriger, ne? von Station zu Station. Aber wir gucken, dass wir es forcieren. Das sieht ja brutal aus. So, jetzt ihr beide. Ja. Was hast du vorbereitet? Also wir haben hier einmal zweierlei Paprikasuppe. Ja, machen wir auch. Hi, ich bin der Dorian. Dorian Liebler. ich bin der Dorian. Wir haben hier Paprikasuppe in zwei verschiedenen Farben. In Gelb und in Rot heute. Ja. Ansonsten mache ich die in drei Farben, noch mit Grün dazu. Aber das hat mir heute so besser gefallen. Mit einer Garnele durch Zitronengras gespießt. Okay. Und etwas Petersilie als Deko. Relativ einfach gehalten. Dann würde ich sagen, mach doch mal hier ein bisschen. Ich soll das so. Ja, sicher. Also ich habe ja schon gemacht, ne? Jetzt bist du dran. Ich kann ja nicht die ganze Arbeit für dich machen. Versuchst du das mal genauso nachzubauen? Ich versuche seit drei Monaten ein Herz auf mein Cappuccino zu kriegen, das kriege ich auch nicht hin. Schenkst es ein, gleichzeitig simultan, ja. Und zwar die Strahle relativ weit außen, sonst vermischt sich gleich. Ja, das verstehe ich. Verstehst du? So ein bisschen auseinanderhalten. Okay. Ich habe gedacht, mach mal ein bisschen Challenge, mach dir keins vor, siehst einfach, wie es aussieht. Ne? Ja. Das vermischte ich gar nicht. Ja, das mache heftig. Ich jetzt super. Ja. Okay, jetzt übertreib's nicht. Ne? Ja, ich habe Hunger. Die anderen. Ja, perfekt. So, jetzt nimmst du hier das Naturröhrchen. Vorsicht. Nichts passiert. Alles gut. Was ist das? Das ist ein Naturröhrchen, ne? Gehst du einmal rum und machst da ein schönes Muster rein. Ah. Das sind die kleinen Tricks. Wow, eine Krone. Bombastisch. Oh, sehr schön. Jetzt kommt da noch ein Spießchen drauf. Mhm. Ja, ganz kurz, wenn ihr ruhig seid, im Moment, du hast gesagt, Dorian, Koch sei schon immer dein Traum. Beruf gewesen. Richtig. Ja, Ausbildung zum Koch im Restaurant Della Bona in Ludwigshafen gemacht. Richtig. Im Zapata in Heidelberg gewesen. Ja. Auch richtig. Landgut Lingenthal, auch eine bekannte Adresse hier in der Region. Richtig. Und jetzt Sous-Chef, Rheinkilometer 424. Das war vor einem Jahr, das ist auch richtig. Ja, auch noch richtig. Rosengarten Mannheim im Veranstaltungs-Catering.
Ja, ich habe Das ist nochmal eine ganz andere Facette. Was machst du da? Ja, das ist richtig. Davor war ich noch Küchenchef im Fundament. Ja, haben wir auch noch. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und reise ein bisschen durch die Gegend als Mietkoch, wie man so sagt. Aha. Da war ich unter anderem im Rosengarten, habe da ein bisschen geholfen für die Veranstaltungen zu catern und so weiter. Okay. Auf Hochzeiten, Urlaubsvertretungen, sonst irgendwo, wenn mal ein Mann ausgefallen ist oder Urlaub gemacht hat. Und so Sachen habe ich gemacht. Oder auch in der Kochschule Heidelberg, Mannheim, Kochkurse geben oder private Kochkurse. Okay. Damit beschäftige ich mich für den Moment, ja. Mhm. Ist richtig. Spannend. Ja, ich glaube auch. Man lernt viele Leute kennen, man sieht viele verschiedene Techniken. Jeder macht ja irgendwas anders. Da finde ich das schon ganz in Ordnung. Mhm. So, wir haben noch Fisch und Linsen. Mhm. Ich habe hier schon mal ein bisschen Petersilie vorgehackt. Sehr gut. Dass es schön fresh bleibt, kommt es hier in die Linsen. Die Linsen haben ein bisschen Karotte, Selleriewürfel, die werden klein geschnitten und blanchiert. Und gewürzt ist es mit Salz, Pfeffer, Zucker, ein bisschen Sojasauce und Butter. Haben wir da einen Löffel? Muss ich gern probieren, meine ich. Ich hätte jetzt auch einen gehabt, ne, aber. Ja, den will ich nicht nehmen. Ich habe noch einen einstecken. Ja. Ich dachte, das ist ein Piercing. Ja. Nein, das hört man nicht. Hört man nicht. Kam ein bisschen schleppend an, aber ich fand nicht schlecht. Ja, ja. Muss man erstmal verstehen, ne? Muss man erstmal hintersteigen. So, das ist auch ganz easy. Hier so einen schönen Stripe gemacht, oder? Dann Fischfilet genommen. Das ist übrigens ein schöner Steinbutt, den habe ich sanft gegart vorhin. Okay. Ja, nehme doch die Hände dazu. Zum hier so schräg anlegen. Und dann kommt da noch ein bisschen Erbsenkresse drüber. Ich mache da immer gerne auf eine Seite so ein Sträußchen. Und auf die anderen Seite werden die so ein bisschen gekreuzt. So, und hier haben wir einen Beurre Blanc-Schaum. Auch in der Easy-Flasche. Und machen da noch so ein paar Deko-Punkte außenrum. Wow. Tada. Sehr schön. Ich glaube doch auch, ne? Mhm. Et voilà. Mach das schön. Ich bemühe mich. Ich kehre es ein bisschen zusammen. Ja, ist okay. Du kannst auch eine Schlangenlinie legen. Das gefällt dem Fisch. Die mögen sich Fische und Schlangen. Wie hoch wird denn das Thema Ernährung, Essen, Gesundheit bei euch bei der TSG Hoffenheim gehängt? Wie können wir uns das vorstellen? Also zum einen im Bereich der Nachwuchsakademie, aber dann auch bei den Profis. Wie handelt ihr das eigentlich und hast du da überhaupt ein Auge mit drauf oder vertraust du da einfach auf die Kompetenz der Mitarbeiter? Also wir haben im Profibereich haben wir einen Ernährungsberater. Wir achten natürlich drauf. Grundsätzlich glaube ich trotzdem, dass da immer noch große Potenziale drin stecken, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst. Auch die einzelnen Spieler, Liverpool ist da glaube ich ein ganz gutes Beispiel, die Mona Nemme haben, die auch zu den Spielern nach Hause fährt. Lenkst mich so ab von meinem Job hier. Die zu den Spielern nach Hause fährt und damit denen kocht, was ich sehr wertvoll finde, weil die Spieler einfach zu Hause, kannst du sie wenig kontrollieren, was sie da essen und es ist einfach schon von Bedeutung, was du isst und was du in der trainingsfreien Zeit auch in deinen Körper reinstopfst. Und wird das auch so? Ja, ja. Okay. Und das ist schon ein Wunsch, den ich auch für meine persönliche Trainerkarriere irgendwann mal habe, dass ich so ein Team zusammen habe, wo vielleicht auch immer ein Koch dabei ist, ähnlich wie die Mona Nemme Liverpool. Es ist nicht ganz leicht zu finden, weil es schon auch, Gott, ist der hässlich, weil es schon anspruchsvoll ist. Dieser Job. Puh. Ja, wunderbar, wunderbar. Schaumdinger, du, das ist an der Grenze. Netscher, aber selten. Gut. Das erste Werk hervorragend. Tausch mal, da fällt es nicht so auf. Gut. Wunderbar. Gut. Perfekt. Also wir haben schon Fokus drauf, auch im Nachwuchs. Wir haben einen Koch im Nachwuchs, der für die Jungs kocht im Internat. Aber es geht immer mehr natürlich, weil es auch ein Punkt ist, ähnlich wie sagen wir, das kognitive Training, wo man Spieler noch weiterentwickeln kann. Aber da musst du halt viel in den privaten Bereich rein. Das muss man mögen, das müssen die Spieler mögen, das müssen die Spielerfrauen mögen, wenn dann auf einmal ein Koch in der Küche steht. Aber ich finde es grundsätzlich schon gut. Es ist einfach viel Geld im Markt und da ist für einen Koch sicherlich auch noch was übrig, der
dann die Spieler besser versorgen kann, als es manchmal der Fall ist. Ich habe zum Beispiel auch erfahren, dass es in Hoffenheim Kochkurse für Kinder und Jugendliche gibt und angeblich auch eine Fitgruppe für übergewichtige Fans. Weißt du da was von? Nee. Nie gehört. Das erste Mal. Hör ich das erste Mal. Stark? Hätte ja sein können, also dann fragen. Gut. Wir werden es lösen. Ne? Timo, was hast du mal erzählt? Es ist immer interessant, was es alles gibt eigentlich. In, ja, einen eigenen ja. Verein. Ja? Ja. Welche Projekte? Wahnsinn. Ja? Also. Aber finde ich gut. Also grundsätzlich gegenübergehend was zu tun, ist, glaube ich, für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig. Ja, später auch. Mal, auch für unsere Kiddies, weil die sonst, glaube ich, sehr, sehr viel zahlen müssen später mal. Absolut. Gut. Danke. Eine Station weiter. Gerne. Vielen Hi. Dank. Schön, dass du da bist. Julian. Niklas Di Martino. Ja, sagst du uns einfach, Freischnauze, was du dir ausgedacht hast für heute. Ja, und zwar habe ich hier ein bisschen Thunfisch genommen einfach. Das ist auch im Vordergrund stehendes Produkt. Und das machen wir auf Gurkensalzer. Das ist auch einfach nur eine Gurke halbiert. Dann das Innere rausgenommen. Das Ganze mit ein bisschen französischen roten Zwiebeln angemacht. Salz, Pfeffer und ein bisschen Sambal Oleg, dass du ein bisschen Schärfe drin hast. Und dazu gibt es einfach ein Wachtelei und Tomate. Das ist das erste Gericht. Was war das letzte? Tomate und Wachtelei. Ach, Tomate? Ich habe Mate verstanden. Nee, Tomate. Weil ich gerade Backstage habe ich einen Club Mate gesehen, dachte ich, dass du das nee, vielleicht nee, das habe ich jetzt hier nicht hier vorbereitet. Eine krasse Geschichte. Genau, und dann habe ich hier noch überlegt, wir machen ein bisschen was Orientalisches. Mhm. Und da habe ich einfach einen Couscous gekocht, ganz normal. Habe dann Joghurt und Honig angerührt, das Ganze vermischt, dass es halt so ein bisschen pumpig wird. Dann Granatapfel, Datteln blanchiert, fein gewürfelt, das alles vermischt. Ein bisschen Petersilie. Haben wir dann einen Löffel? Ja, das machst du jetzt direkt auch gleich. Und ja, genau, es wird dann einfach wie so Nigiri geformt, ja. Mhm. Und dann kommt da oben statt das Sushi, kommt da einfach ein bisschen Entenbrust drauf, das ist kalt geräuchert. Dazu habe ich mir, die ist kalt geräuchert und soll eigentlich so ein Raucharoma haben, aber die hat sie nicht wirklich. Das ist oft so ein bisschen so Marketing, dass man sagt, es ist kalt geräuchert, aber irgendwie fehlt mir immer das Raucharoma. Und jetzt haben wir dann Baba Ganoush gemacht, das ist eine Auberginenpaste. Wird auf dem offenen Feuer angeröstet, dann hast du diese schönen Röstaromen und die gibt dir eigentlich das, was die Entenbrust verspricht. Magst du mal probieren? Gern. Mach einfach das da drauf? Nee, mach's auf deine Hand. So machen wir es immer. Hand okay. Abschlecken. Genau. Ehrlich schön auf die Hand. Genau, probier mal. Mhm. Super Foto. Ja, das ist also quasi hier steht im Vordergrund die Ente, das Sushi und die Baba Ganoush. Und drüben habe ich auch schon erklärt, weißt du was, du kannst einfach anrichten, ich zeig's dir nicht. Wir machen zusammen interaktiv ein bisschen. Cooles Zeug hier. Ja? Okay. Und willst du anfangen hiermit? Ja. Dann nimmst du erstmal das Salz da. Also. Löffelchen drauf. So. Kannst du nicht viel falsch machen. Easy. Jetzt habe ich dir gar nicht Zitronengel vorgestellt, das mache ich nebenbei. Ja. Und zwar lag der Thunfisch steht im Vordergrund, dann bin ich hingegangen, habe die Zitrone geschält. Und habe mir dann das Innenleben rausgeholt, die Zeste, das Weiße. Habe das komplett runtergeschält, habe das Ganze dann so achtmal blanchiert, dass dann die Bitterstoffe raus sind. Und nebenbei habe ich einfach den Saft genommen, eine Reduktion gekocht mit Thymian und Rosmarin. Und dann wird das Ganze einfach püriert und dann diese glasige Textur. Und das kannst du auch mal probieren. Ja. Stehst die ganze Zeit, du hast noch gar nichts probiert. Ja, ja, ich gucke ja immer zu. Ne? Also, ja, komm, mach mal die Hand her, dann kriegst du ein bisschen Zitrone. Sehr schön, ja. Wo haben wir denn diese Bällchen hier? Ach, das ist es. Das ist genau. Das aha. Du musst erst mal probieren. Kommst du aber später um die Ecke mit dem. Boah. Gut? Sehr intensiv, ne? Genau. Sehr intensiv vom Geschmack. Das sind schöne Bobbeln. Ja. Das sieht auch gut aus. Genau, das kannst du das Ganze einfach abrunden mit so einem klassischen, kann man auch einen Gin tun, glaube ich. Langweiligen Dillgarnitur. Aber die bringt halt auch einfach Geschmack. Hier kannst du drauflegen. Genau, und eigentlich würden wir dann noch die Tomate und die Wachteleier würzen, weil sonst ist es eine ziemlich langweilige Geschichte, wenn du die einfach so drauf hast. Ja. Okay. Du kannst jetzt noch ein bisschen nachwürzen, weil die Leute sollen es ja auch gleich probieren, soweit ich weiß. Ne? Wir gehen jetzt gleich ins Publikum, oder wie war es geplant? Ja, ja. Cool. So machen wir das. Aber noch mal kurz zu dir. Ja. Deine Station. Ausbildung im alten Posthof in Spey, genau. Spey, wo immer auch Spey ist. Wo ist Spey? Das ist im Rheinland, im wunderschönen Rheinland. Mittelrhein, Nähe Koblenz. In der Nähe von Koblenz. Genau. Okay. Ja, und dann weitere Stationen, du hast für internationale Delegationen und Politiker vor allen Dingen auch. Genau, bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, in der erhobenen Gastronomie der Bundeswehr. Genau, erstmal eingezogen worden, Grundverdienst gemacht und dann kam das so eins zum anderen und dann ist man bei der Bundeswehr geblieben für 4 Jahre. Okay. Und war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
Ja. Also du hast auch viel gelernt am Herd. Sehr viel, ja. Das war natürlich erstmal eine prägende Erfahrung für so einen jungen Mann, ne? Die Grundausbildung und dann geht man irgendwie in die Küche. Ne? Ja. Ja. Und dann Küchenmeisterausbildung. Genau, hier in Heidelberg. Hotelfachschule Heidelberg, also regional. Ne? Genau, wunderbar. Ganz kurz mal hier gucken. Wie geht es zum Platz? Einfach mit der Hand. Du musst da richtig mit der Hand rangehen, das bringt nichts. Dann mach mal deinen Finger feucht, dann gehst du da rein und dann holst du es raus und dann passt das. Wie, die Finger feucht? Ja, und dann musst du da rein, sonst bleibst du in der Hand kleben. Und ist es richtig, dass dein Leben jetzt sozusagen, also jobmäßig, ausbildungstechnisch nochmal zweigeteilt ist? Also, dass du einerseits an der also Food Management an der dualen Hochschule in Heilbronn machst und als Sous-Chef im Hotel Darstein. Im Hotel Darstein, genau, da arbeite ich. Altrip, ne, ist das, ne? Altrip, genau, genau, hier in der Region. Dort bin ich als Sous-Chef tätig, manchmal, also nicht immer natürlich in der Küche. Ich studiere BWL mit Schwerpunkt Kulinaristik, also Food Management. Okay. Bin jetzt, habe vorgestern die Bachelorarbeit abgegeben, also jetzt ist 6 Semester bald vorbei. Und habe das dann immer dann so gemacht, 3 Monate an der Uni und 3 Monate in dem Hotel Darstein. Ja. Und da macht man natürlich auch so Büro. Also alternierend. Genau, und dann so Büroaufgaben, natürlich auch BWL-Aufgaben, aber auch in der Küche noch. Das ist ganz charmant, weil so hast du die Möglichkeit, dann irgendwie mit BWL dein Geld zu verdienen, aber das Kochen kommt wieder in den Vordergrund. Du hast wieder dein Hobby, ist wieder dein Hobby. Und wenn du es beruflich machen musst, dann ist es so, dass du auch oft reingehst, produzierst und so, kannst du wieder für dich da sein und das als dein Hobby nehmen. Ne? Das ist schön. Tolle Sache. Ja, und du magst auch mediterrane Küche, so das... mediterran. Ich bin jetzt ein bisschen weg von der Sterne-Gastronomie, dieses gehobene Upper Class mit Kaviar und ich habe es mit Wachteln und Schickimicki. Ich mag es ganz gerne einfach, wenn die Kompositionen auf dem Teller haben und die stehen dann für mich im Vordergrund und so ein tolles Produkt wie dieser Thunfisch hier, da muss man nichts mehr machen. Ja. Da ist alles drin. Also da macht man noch ein bisschen Zitrone dran und Tomate. Jetzt natürlich ein bisschen ungünstig zu der Jahreszeit, aber bald kommt es, ja. Und dann hast du einfach so eine ganz tolle Sache. Ja? Das passt dann. Also mehr brauchst du nicht. Mhm. Genau. Fertig. Ja, sieht super aus. Ich hätte es nicht besser machen können. Wir reden, arbeitet er. Das. Super. Hast du schon mal probiert? Nee, ne? Alles hast du noch nicht probiert, ne? Nee. Kommst du auch noch dazu, oder? Ja, also vielleicht nach dem Gespräch. Weil sonst genau. Also wir müssen gucken, dass wir weiterkommen. Haben wir ein Feuchttuch jetzt vielleicht? Sowas? Ja, hier vorne kannst du einfach die Hände waschen. Genau, hier mal ein Feuchttuch. Hier so ein Eimer rein, wir haben irgendwo noch ein Tuch, dann kannst du es trocken machen. Ja, genau. Ja. Perfekt. Spargelwasser. So, das heißt, wir wären, liebe Meisterköche, wir wären, also 5 Meisterköche, wir wären jetzt soweit, um das Publikum zu integrieren. Können wir das machen? Ich bräuchte noch ein bisschen Verstärkung. Ich gucke jetzt mal rum, wen ich da so alles kenne. Benji, Timo. Ach, wen? Benji, macht er das? Timo. Dein Kumpel? Klar, macht er das. Okay, also, Benjamin Glück. Videoanalyst der TSG Hoffenheim. Gut. Herzlich willkommen. Die weisen dich ein, keine Sorge. Und dann sehe ich hier drüben noch jemanden, eine hübsche junge Dame. Die Paula, die darf auch zu mir hochkommen. Wie soll ich das da runtertragen? Nette Essen. Hallo, der isst. Was? Das geht nicht. Das geht nicht. Erst wenn die dich auffordern. Ja, hallo. Ach so, gut, also okay. Vielen Dank. Hallo. Wunderbar. So, also, dann würde ich sagen, Abmarsch, ne? Ja. Mal rein zu den lieben, netten Leuten, die sehnsüchtig auf die kleinen Leckereien warten. Ja. So. Geh du mal nach hinten durch. Julia. Blöde Verteilung, ich habe ja, 12 Stücke hier nur ein Gericht. Geh du mal Besteck, ja, Besteck. Ist das Fingerfood? Ja, ist eigentlich. Ja, aber damit ist schlecht. Das geht so, ne? Ja. Okay, dann geh du mal nach hinten durch. Okay. Hallo. Ja. Wer will was? Aber immer nur ein Stück, gell? Mal nur ein Stück runternehmen. Hier müssen wir sich halt die Gabel teilen, aber lieber nicht mit allen, oder? Thunfischcreme mit einer Olive. Noch jemand? Brauchen wir noch Verstärkung, sonst geht es vielleicht zu lang. Da brauchen wir noch ein paar Verstärkungen. Also, wer möchte? Komm. Das ist ohne Olive. Habe ich nicht gemacht, den Teller. Michael Engelhardt, unser Anzeigenleiter.
Fotografiert er mich oder das Gabi, Essen? Gabi, komm. Wir brauchen noch Verstärkung, damit es schneller geht. Na? Die verzweifeln schon. Wer will hier das größere Gericht mit Linsen und Wolfsbarsch sanft gegart? Hi. Was ist das? So. Also. Guten Appetit. Wer will einen Bambusteller? Kommst du? Gut. Ich komme wieder. Hey, ich war überall schon. Also nicht überall, aber hoppla. Entschuldigung, Benji. So, noch jemand. Franziska Steger, auch von der RNZ. Herzlichen Dank. Sehr gut. Dann geht es schneller. Du auch? Andreas Mildner, packt auch mit an. Wunderbar. Herr Hopp, soll ich dir irgendwie... Was vegetarisch ist? Geht es? Volle Konzentration. Ja, mit den Tabletten. Da ist kein Knoblauch drin. Josie, du? Schafskäse. Safe, oder? Benji, Schafskäse? Geht es durch? Boah, ist knapp. Ja, darf ich das so anreichen? Nimmt man es immer einfach so. Vorsicht, einfach. Vorsicht. Sehr Tabletts. Wackelig. Tabletts haben wir nicht mehr, ne? Nee. Dann müssen wir halt den Rest irgendwie später nochmal. Ne? Das wird nix. Ja. Ja, noch mehr. Hier auch. Maispoulade. Oder sowas in der Richtung. Den Journalisten geben wir nichts. Oh. War ein Witz. Das wollte ich gerade sagen. Denkt auch an die Journalisten. Der schon, der stellt gute Fragen. War ein Witz. Geht der einfach dran vorbei. Der Benji ist ja schon bei den Journalisten. Das Schöne ist, man kriegt das alles 1:1 wieder zurück. Guck mal, hier vorne, individuelle Wünsche müssen auch erfüllt werden. Bräse ich euch schon Spargel? Wo ist der Spargel? Okay. Herr Hopp? Ich gehe mal aus. Ein Bier. Ein Bier. Kann jemand ein Bier besorgen? Ich komme nochmal. Ich habe zwei dabei. Hier zwei Suppen für euch. Mitarbeiterin von uns, die bevorzugt behandelt werden. Für den Herrn Hopp. Achso, scheiße, ich habe keinen Löffel. Ich komme wieder. Service, Löffel. Bitte. Unglaublich. Aber es leert sich allmählich hier oben. Haben wir Löffel? Ja. Irgendwie? Sehr gut. Ich verteile noch. Wir überziehen mehr Löffel. Einfach mehr Löffel. Ah, hier, Löffel. Jetzt habe ich Löffel. Okay. Was wollten Sie? Nochmal weiter, genau. Aha. Da haben wir noch mal so ein paar Dinger da. Geht das so? Oder hier, das Ding kannst du auch nehmen. Das nehmen wir mal, das habe ich noch gar nicht verteilt. Hier, Benji, hier sind auch noch mal so ein paar kleine Nettigkeiten. Wenn ich mal kurz zwischen rein fragen darf, schmeckt's eigentlich? Gut. Liegt natürlich alles nur an der Aura von Nagelsmann. Ganz klar. Was möchtest du? Probier's da. Okay. Sehr gut. Benji, oh Mann. Kriegen wir Kilometergeld? Kilometergeld. Das ist einfach noch ein paar, ne? Okay, ich würde sagen, letzter Gang für dich und dann treffen wir uns wieder, ne? Das freut mich. Ja. Aber es sieht alles top aus. Macht Spaß. Was war das nochmal? Benji, magst du den Würsing mit heimnehmen? Mm. Perfekt. Das schmeckt, glaube ich, richtig geil. Ja, ich habe noch nicht viel probiert, aber... Ja, nehmt einfach irgendwas. Ich weiß, Harry. Sehr gut. Absolut. Absolut professionell.
Nimm mit. Das Pfand drauf, Timo. Zu essen? Noch jemand was? Spargel? Einmal durch rein, bitte. Was brauchen Sie? Einen Löffel? Brauchst du Löffel? Komm mal schnell. Geh schon mal los, es dauert noch. Die Dinger. Ich den Löffel. Okay. Nicht auf die Bühne. Nein, man will es. Kurz erschrocken, ja? War nur ein Scherz. Ja. Und bitte. Sehr gut. Guten Appetit. Ich glaube eher so hier. Weiß ich. Das weiß ich nicht. Ja, da hinten rechts. Ganz hinten war ja noch nicht viel. Ganz hinten, ganz hinten. Okay. Gut, wir lassen die mal weiter wursteln. Okay, die Schürze hier, die zieh wieder aus. Oder? Aber waren alles leckere Sachen, habe ich so den ich glaube auch, ja. Eindruck gehabt. Kriegt man vielleicht noch mal die ein oder andere Anregung? Ja, das ist schon aufwendig, glaube ich, das zu machen. Ja, das ist schon sehr aufwendig. Du, lass uns einfach mal, wenn du deine Schürze zusammengelegt hast, dass wir uns einfach noch mal kurz hier hinsetzen. Danke auch. Ja, wir haben ja gerade gesehen, Julian, Bewegung ist ganz wichtig, Laufkilometer ist auch im Fußball immer ganz wichtig. Nehmen wir die oberste. Ja. Nehmen wir mal die oberste, dann sind wir ganz bei euch in eurer Nähe. Ja, der französische Philosoph Blaise Pascal hat mal gesagt, zu unserer Natur gehört die Bewegung. Die vollkommene Ruhe ist der Tod. Harter Spruch eigentlich. Ne? Wann und wie bewegst du dich im Alltag? Und also jetzt nicht natürlich nur im Trainingsbetrieb, sondern ja, vielleicht auch darüber hinaus. Ja, die meisten Bewegungen haben wir tatsächlich im 3 gegen 3 im Trainerteam gegen die Physiotherapeuten. Im Kraftraum mit allen Geräten, die stehen rum. Wir spielen auf so zwei kleine Kästen. Das ist die Maximalbewegung. Auch manchmal ungesund, ehrlich gesagt, weil es ziemlich hart zugeht. Und sonst versuche ich natürlich in meiner Freizeit, die nicht allzu üppig ist, viel Mountainbike zu fahren, auch mit dem Benji viel Königsstuhl oder Weißer Stein in der Region zu bleiben. Das sind die Hausstrecken. Ja, das sind die Hausstrecken, weil sie einfach vor der Haustür liegen. Und sonst, wenn wir ein bisschen länger Zeit haben, fahren wir auch mal nach Lech zum Snowboarden oder Skifahren oder auch zum Wandern. Aber so allzu viel Freizeit habe ich nicht für Bewegung, aber ich versuche auch hin und wieder mit dem Fahrrad ins Training zu kommen, um einfach das gewisse Grundmaß an Bewegung schon zu haben. Ja. Ich habe dich ja ein paar Mal in Trainingslagern in Österreich vor allen Dingen gesehen und erleben dürfen. Du bist ein Mensch der Berge, bekennend. Ne? Skifahren, Snowboarden, Mountainbike hast du angedeutet, Motorradfahren. Hat alles oder vieles hat mit Geschwindigkeit zu tun. Und ich sage jetzt einfach mal so eine gewisse Risikoerfahrung oder Grenzerfahrung. Warum ist es so bei dir? Woher kommt es? Ja, das hat nicht zwingend nur was mit Geschwindigkeit zu tun, sondern die Momente, wo ich mich auf die Sache konzentrieren muss, sei es jetzt Skifahren oder Motorradfahren oder Snowboarden, da hat man kein Handy in der Hand, man hat kein Radio zur Verfügung, man kann sich nicht ablenken lassen, sondern muss sich auf die Sache konzentrieren, weil es sonst auch gefährlich wird. Und das ist, glaube ich, das, was mir an diesen Sportarten so viel Freude bringt, dass ich einfach da total abschalten kann, dass mein Kopf frei wird, dass ich nicht an Fußball denke, dass ich an nichts anderes denken kann, außer an die Sache, die ich gerade mache. Und das ist natürlich bei Geschwindigkeit enorm wichtig, dass du fokussiert bist auf die eine Sache, die du gerade erledigst. Und das macht meinen Kopf einfach am meisten frei. Und deswegen sind das die Sportarten, die mich auch begeistern und wo ich eben abschalten kann. Ja, ja, das ist auch ganz wichtig in deinem stressigen Job, dass man sich so seine Nischen, seine kleinen Nischen schafft. Definitiv. Ja, ich muss dich mit was ganz Nettem konfrontieren. Wir haben ja hier, Sie merken das, weder Kosten noch Mühen gescheut, um was auf die Beine zu stellen. Und wir haben unter anderem auch mit Ernst Tanner telefoniert, der seit September letzten Jahres in Amerika ist, beim Profi-Club Philadelphia Union. Und wir sollen dir also erstens mal einen schönen Gruß von ihm sagen. Danke. Das ist das Erste. Und wir dürfen ihn so zitieren. Schöne Grüße an dich. Zieh bitte keinen roten Mantel mehr an. Der steht dir nämlich nicht. Ja, und jetzt du. Hat er recht oder... Weißt du, der Ernst hatte immer, auch eine Anekdote zu ihm, hatte immer drei Handys am Gürtel hängen, auch noch im Jahr 2010. Also ich weiß nicht, ob ich mir von dem was in Sachen Mode sagen lassen muss. Das versteht er auch. Ich fand den roten Mantel nicht so schlecht. Außerdem hat er einen netten Käufer gefunden, oder hat er einen netten Käufer gefunden, der Mantel, und auch einen guten Zweck dann am Ende erfüllt. Ja, ich finde ihn schon gut. Ich würde ihn auch nochmal kaufen und nochmal anziehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn nicht mehr. Also der ist weg. Der ist weg, eBay-mäßig versteigert. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Sport 1 hat in der kalten Jahreszeit, also kurz vorm Jahreswechsel im Dezember, dir einen verrückten Jackentick. Journalisten suchen immer nach Begriffen, du weißt und so. Ja.
einen verrückten Jackentick bescheinigt. Ist denn da was dran und wie hältst du das so mit farblichen oder gar stilistischen Prioritäten? Ja, grundsätzlich ist Mode schon ein Thema bei mir. Ich versuche mich schon ordentlich und einigermaßen gut anzuziehen. Es ist dann, glaube ich, nicht immer von jedem der Geschmack, aber es muss auch nicht sein. Der Jackentick, ich habe viele Jacken, ja, und habe dann oft offensichtlich bei den Spielen immer mal andere angehabt, weil ich gern habe, dass die Jacke einigermaßen zu den Schuhen passt oder zumindest ja, macht Sinn, sich die Farbe der Jacke irgendwo wiederfindet im Outfit. Und da hatte ich sehr oft eine andere Jacke an und irgendwann habe ich das tatsächlich auch ein bisschen mit zum Hobby gemacht, als ich es dann gelesen habe und durch die ganzen Bilder geklickt habe mit den verschiedenen Jacken, versuche ich tatsächlich seitdem jetzt jedes Spiel eine andere Jacke anzusehen. Das gelingt mir nicht immer, weil ich gegen die äußeren Einflüsse des Wetters nichts kann oder nichts dagegen machen kann. Deswegen muss ich ab und zu auf bestehende Regenjacken zurückgreifen, weil ich jetzt nicht 25 verschiedene Regenjacken habe, aber es ist eine ganz witzige Challenge geworden. Ja. Okay, also das heißt aber schon, so ein gewisses Modebewusstsein hat sich im Laufe der Jahre bei dir entwickelt. Ja, das sage ich mir selbst nach, ob ich das habe, weiß ich nicht immer. Aber gibt es denn etwas, was du dadurch auch ausdrücken willst? Oder ist das einfach nur, ich sage jetzt mal, gelebte Individualität? Oder ja, ich hatte schon immer, wo kann man das ansehen? Ich hatte schon auch zu Schulzeiten schon immer ein bisschen mutigere Farben an als vielleicht manche andere. Ich bin jetzt kein so ein Schwarz- und Grau-Typ nur, der nur dunkle Farben anhat oder möglichst nicht auffallen will. Ich habe kein Problem damit, auch Farbe anzuziehen. Vielleicht drückt es ein bisschen mein Wesen aus, dass ich schon ein fröhlicher und glücklicher Mensch bin und das versuche auch zu zeigen. Aber ich gehe jetzt nicht bewusst an den Kleiderschrank und sage, heute nehme ich mal ein kariertes Hemd, weil das nach Lachen aussieht, sondern ich ziehe das an, was mir gefällt. Und teilweise ist ein bisschen mehr Farbe dabei als bei manchen anderen. Mhm. Ja, ist vollkommen okay. Ist, glaube ich, gut angekommen. Ist auch mal ein Applaus wert zwischendurch, wenn jemand so über was Alltägliches spricht. Ja, die Zeit ist fortgeschritten, es war zu befürchten. Na, wir sind also fast jetzt schon bei Hans-Joachim Kuhlenkampf, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Wir würden jetzt einfach eine kurze Pause einlegen. Vielen Dank nochmal und einen besonderen Applaus an die vier Spitzenköche der Kochschule Eppelheim. Also ich habe gelernt bei dem Vorbesuch da in der Kochschule, also wenn du mal Lust hast, ne, können wir da gerne mit einer Gruppe hingehen und können da wursteln und machen und tun. Ja, ist wirklich ein ganz toller Ort und ich habe vor allen Dingen gelernt, Köche sind Künstler. Ja, hat man gerade ja gesehen. Ja, und das hat man gesehen.